So, guten Morgen. Wir sind wieder auf Tour. Wie man sieht, Wetter phänomenal. Heute geht's nach Lörrach. Keine Ahnung, wie die Burg heißt. Wie heißt die? Keine Ahnung. Gestern haben wir das Beste draus gemacht. Da ist mein Mariechen. Hallo Mariechen. Die ist noch ein bisschen zerknautscht. Die habe ich um, wann habe ich sie rausgeschmissen? Um kurz vor 8 habe ich sie rausgeschmissen. Aber als ordentlicher Ehemann mit Frühstück, Kaffee, aufgebackene Brötchen, ja, alles drumherum. Wird es mir aufhören, an mir rumzufummeln, wenn ich filme? So. Immer diese sexuellen Belästigungen vom frühen Morgen. Ha? Da geht die Jane schon. Meine Jack. Ja. Also hier tanzt der Bär. Auf der anderen Seite sagt, hier ist gar nichts los, aber das ist ja das, was wir immer wollen. Ne? Ruhig und beschaulich. Ja. Erster Eindruck, ne? Ich melde mich nachher nochmal. So, wir sind jetzt am Ziel angekommen. Wie man sieht, geht das ganz schön steil hoch hier. Da ist meine Frau. Guten Tag. Ja, und da geht es weiter hoch. Aber wir werden ja nicht wir. Wir hätten auch mit dem Auto hochfahren können. Aber das, ist ja, das kann ja jeder. Außerdem müssen wir ein bisschen was für unsere Gesundheit tun. Nach dem leckeren Essen gestern müssen wir ein bisschen Kalorien abbauen hier. Ne? Also. Ich bin auch da. Da ist meine Lotte nochmal. Hallo Lotte. Wollen wir weiter? Also, wir wollen nochmal weiter. So, wir sind jetzt auf der Burg Röteln. Im Dritteln. Sag mal, sehr, sehr beeindruckend, was ich bis jetzt gesehen habe. Das war jetzt. Oh, Trauzimmer. Nee, da ich ganz schnell vorbei. Ja. Kommst du nicht durch, ne, oder? So ein schöner Park hier. Bitte? Ja, ja. Fällt einem nichts mehr ein. Gell, Schnuff?
Da nach oben müssen wir noch. Fasziniert dich das? Mich auch. Alter Schwede, da fällt einem nichts mehr ein, hä? Kuckuck! Hier ist der Burggeist drin. Da kommt der kleine Burggeist. Da kommt der kleine Burggeist, sag ich. Ich bin das Schaf geschwänzt. Na denn? Oh, wenn die lästigen Kinder jetzt hier wären, da hinten. Hast du was? So, also wenn ich was hab, hast du noch nix. Gib her. So, jetzt habt ihr das mal wortwörtlich. Ich darf schleppen wie ein Blöder. Sonst kommt gleich Huibu das Schlossgespenst oder die kleine Hexe. Aber ich kann dir sagen dann. Oh, dann gebe ich dir lieber was zu trinken. Kommst du auf den Turm da auch auf? So, was will man mehr? Einfach nur total wunderschön. Was sagst du, Frau? Wenn ich jetzt noch einen Weizen hätte, Tisch ist da. Oh, mir ist eine Fliege in den Rachen rennen. Vielleicht gibst du mir mal was. Guck mal, da drüben ist die Autobahn. Ja.
Ah, jetzt wird es aber hoch hinaus, meine Frau. Gut, gell? Super. Auch einmal die Größte sein. Du bist immer, für mich bist du die Allergrößte. Die Allergrößte. Pflaume. Oh. Nein, nein, du bist schon recht, Frau. Das perfekte Wetter noch dazu heute. Aber guck mal, hier muss es auch ordentlich gebrannt haben. Ja, ja. Wenn die noch Schuss geraten sind. Da muss man, glaube ich, nichts mehr sagen, oder? Zu malen da unten, du kannst ein Foto machen, das geht schneller. Kuck, kuck. Guck hierher. Kuck, kuck. So. Und was sagst du? Das heißt übersetzt schön. Ja, da kann man nicht maulen.
So, ich würde mal sagen, wir sind wie zwei alte Rentner. Wir sitzen hier auf dem Bänkle. Auf Deutsch gesagt, auf der Bank. Und kicken uns das da vorne an. Oh, wie langweilig. Aber ist schön. Oder was sagen Sie dazu? Das ist so eine geile Weitsicht, man heute hat. Ja, gegenüber gestern, hat. Ja, das ist ein bisschen besser hin. So, nochmal einen kleinen Rundblick. Meine Frau hat, glaube ich, verloren. So, die wird jetzt hergerichtet für morgen. Die fährt morgen. Wir sind einige der wenigen, die jetzt mal hier rein durfte. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Das ist alles ehrenamtlich gemacht, wie uns der eine Mitarbeiter hier gerade erzählte. Die fährt morgen früh. Guck mal, hier ist der Holzverschlag. Okay. Wissen, dass die Bahn hier existiert. Ja, dann ziehe ich doch so wo nicht hin, dann kaufe ich mir so wo eine Wohnung nicht. Ja. Ja, ist schon gigantisch. Ja, das bin ich stolz, der Junge, ne? Ja, ja. Der ist mit Herz und Seele dabei, ja. Vor allem auch ein schönes Fachwissen. Ja, ja. Will ich mal 8 Uhr. Der fährt früh morgen früh um 3 Uhr fährt der los. Ja. Boah, damit die Bahn um 9 Uhr starten kann. Wahnsinn. Ja. Ja.
Da hatte ich jetzt ein bisschen drauf spekuliert, dass wir da rein dürfen und uns mal ankicken dürfen. Und es hat geklappt. Hab ich wieder gut gemacht. Ja. Die haben sich gefreut, dass wir uns ein bisschen was zeigen können. Ja. So, das sind die alten Wagen hier. Oh, der Arzt ist auch mit drinne. Ach, guck mal, da oben noch Fahrkarten dran. Siehst ja. du da? Ja, ja. Ist ja knuffig. Ja gut, wir können ja mal da hochmarschieren noch ein bisschen, oder? Ja. Jetzt haben wir im Laufen, oder? Ja. Guck, guck! Alte Lolomotive gesehen. Na, dann hast du aber wieder was gesehen für die Allgemeinbildung. So, wir sind jetzt in Kandern. Haben wir jetzt einen kleinen Spaziergang hier gemacht. Faszinierend tut mich dieser Balkon. Ist ja bloß ein Zebrastreifen. Faszinierend. Da vorne war ein Brunnen mit einem Frosch. Da habe ich schon gesagt, die kann den Frosch küssen, dann hat sie einen neuen Prinzen. Da sagt sie, nee, nee, sie behält bei ihren Alten. Die meinte mich? Ja, aber nicht alten Prinzen, sondern alten. Oh! Wusste ich doch, dass da irgendwo ein Haken ist. Ich schalte mal wieder ab für die Boshaftigkeiten nur weg. Thank you.
bleibst denn? Ich muss noch ein bisschen filmen. Mensch, mach dein Dach auf. Fährt bei dem Wetter mit einem Zug ein Cabrio. Ich glaube, wahrscheinlich ist das Dach kaputt. So.